letzte Schmetterling entpuppet, das letzte Bier gesuppet, aufgedeckt all Heuchel und all Gaunerei, ist es noch lange nicht vorbei. Eine Münze für meine Büchse. Eine Münze für meine Büchse, bitte. Kein Geld? Kein Geld? Wie kein Geld? Aber Sie haben doch gerade dort die Blumen gekauft. Diese Blumen, entbehrlich und bezahlt mit einem 50er. Was heißt hier beobachtet? Zufällig gesehen habe ich's. Ja, Sie mich auch. Eine Spende für eine gute Sache. Eine Spende für eine gute Sache, bitte. Kein Geld? Kein Geld? Was soll das heißen? Und der Pelzmantel hier? Dieser, entbehrlich, fühlt sich nicht nach Imitat an. Was heißt hier befummelt? Zufällig entlang gestriffen bin ich, merkt man doch sofort. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Schlampe. Einmal Interesse für die Obdachlosenzeitung. Einmal Interesse für die Obdachlosenzeitung, bitte. Kein Geld? Kein Geld? Wie ist Monatsende? Aber Sie waren doch gerade am Geldautomaten da drüben. Dort, entbehrlich, haben Sie mehrere Scheine entnommen. Was heißt ihr spioniert? Zufällig gestanden habe ich da. Ja, selber Penner. Alle macht den Pennern. Armleuchter. Ein Fünfer für einen antifaschistischen Umtrunk. Ein Fünfer für einen antifaschistischen Umtrunk, bitte. Keine Kohle, keine Kohle, wenig übrig. Und die doppelte Portion Pommes Currywurst auf deiner Kralle? Für die, entbehrlich, hattest du doch was. Was soll das heißen, ich kann mal beißen? Leck mich. Ja, geh doch selber arbeiten. Blöder Spießer. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ignorier, ignorier. Wie, Sie sehen mich nicht. Den Sekundenzeiger Ihrer Rolex sehen Sie doch ganz genau. Mit dieser, Ihrer Rolex entbehrlich, überprüfen Sie alle öffentlichen Uhren. Was soll das heißen, klauen wollen? Sieht doch ein Blinde, dass die nicht echt ist. Ja, machen Sie doch. 110 ist die Nummer. Affe. Eine Spende für das Gute. Eine Spende für das Gute. Bitte. 1,20er? 1,20er, was soll ich denn bitte schön mit Cash? Hier, die Einzugsermächtigung unterschreiben. Ohne entbehrliche Scham. Wofür? Wie wofür? Ihre Lebensversicherung haben Sie doch auch unterschrieben. Was heißt hier, woher wissen Sie das? Schauen Sie sich doch mal an. Ihnen steht Ihre Biografie doch auf der Stirn geschrieben. Geburt, 6 Monate Titi trinken, kleine Flasche, dann große Flasche, Reisen in der Seniorenklasse und am Ende Schnabeltasse. Was heißt hier unverschämt? Sehen Sie meine Hörner nicht? Ich bin der, der Sünden vergibt, wenn es da ganz am Ende Ihrer Tage heißt, zahlen bitte.